Hey ihr Drachentöter, willkommen zurück zu KOTOR. Wir sind jetzt gerade auf Tatooine unterwegs und wollen uns hier eines Kreiddrachens annehmen. Ich kann nicht zu Ebonhawk. Das ist gut. Oh, da sind überall diese Viecher hier. Sind die feindselig? Weiß gar nicht. Ein Dubag. Oh. Keine Ahnung, also die sind jetzt nicht feindselig. Hoffe ich doch. Ein Dubag. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr mit dabei seid, liebe Leute. Und danke wie immer auch fürs Kommentieren und Likieren. Das ist sehr nett von euch. So, wir sind jetzt wie gesagt auf der Suche nach der Sternenkarte und in der Höhle des Kreiddrachen soll wohl sowas sein. Und da finden wir auch da die Drachenperle, die wir brauchen, um von den Sandleuten ja, sowas wie Ehre zu erhalten. Weißt du, Ehre? Ehre genommen, Ehre erhalten, Ehre zurückgewonnen. Was weiß ich. Denn sonst sehen die uns halt als unwürdig an, ihre Geschichte zu erfahren. Und ich würde es doch gerne mal hören, was die so bewegt, was denn deren Motivation ist. Lass mich raten, du bist aber nicht nett da vorne. Vielleicht nochmal speichern so zwischendurch. Oh, Komat Fortuna, das ist doch einer der Jäger, ha? Ich habe genug von der Warterei, Komat. Wie groß kann der Drache, den ihr gefunden habt, denn schon sein? Ich gehe da jetzt rein. Wow. Soll das jetzt heißen, der schreit wie ein Mädchen? Ah, ich weiß nicht. Warum wollt ihr mich und keinen anderen Jäger? Oh, Dio Dungaku. Warum sollte ich das tun wollen? Gerüchterweise, ihr wisst es nicht. Ich dachte, ihr geht lieber alleine auf die Jagd. Warum sollen wir diese prächtige Bestie töten? Ja, also zu seiner eigenen Sicherheit sollen wir ihn jetzt töten oder was? Das soll nicht mit den bösen Bürgern von Anchorhead. Ja, ihr wisst schon. Ich suche nach der Sternenkarte. Ne, es geht ihn eigentlich nichts an. Dafür habe ich keine Zeit. Wir können es ja mal probieren, oder? Kann ich von hier aus wegreisen? Nee, natürlich nicht. Ach, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, versuchen wir mal unser Glück mit dem Kreiddrachen. Ja, wenn ihr mich fragt, der ist ein bisschen zu gewaltig für uns. Aber
Durchgekauter Mensch. Ach, das ist ja... Das ist ja herrlich. Oh oh. Oh ja, dieses Riesenvieh. Das sieht halt mehr aus wie so ein Leguan, aber... Deine Gruppe wurde aufgerieben. Was? Ich hatte nicht mal die Chance dazu zu kämpfen. Also muss ich mit dem Jäger jetzt paktieren, oder wie? Ja. So, ich werde helfen. Gebt mir mehr Informationen, was ich tun kann. Ja, wie werden wir die Bandas dorthin locken? Okay. Wenn das so einfach wäre, hättet ihr es selbst getan. Ich habe gerade einen Sandmenschen gehört, oder? Dieses... noch mehr Sandleute? Ich kenne diese Brüder. Aha, ich habe das Futter hier. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na toll. Der Typ, ne? Ach, guck mal, da vorne sind ja Bantas. Ja, aber ich habe auch die Sandleute eben gehört. Das wäre nicht schön, wenn die uns jetzt auf einmal doch wieder hassen. Wir müssen ja noch ins Lager und müssen uns die Geschichte anhören. Ah. Hey. Du kleiner süßer Banta. Hast du Bock, gefressen zu werden? Als du dich näherst, wittert der Banta das Futter, das du bei dir hast. Die ganze Herde setzt sich in Bewegung. Oh oh. Das finden die natürlich nicht cool. Elite-Krieger auch noch. Oh mein Gott, wie viel sind denn das? Oh oh. Oh mein Gott, was ist denn? Ich bin fast schon wieder tot. Kannst du dich mal heilen, bitte? Okay, dann halt nicht. Ja, das kannst du vergessen. Wie soll ich die denn besiegen? Da brauche ich auf jeden Fall einen Jedi mit in der Truppe. Nee, Leute, das geht so nicht. Dann nehme ich mal statt Mission vielleicht doch lieber, ja, ich glaube, ich nehme Bastila mit. Die ist auf jeden Fall brauchbarer. Und HK würde ich, glaube ich, auch mal austauschen.
Ja, es liegt, glaube ich, nicht mal an mir, dass ich so schwach bin, sondern dass wir alle so schwach sind, dass wir viel zu früh hier sind. Ich glaube, Tatooine hätte man doch vielleicht ein bisschen später erst ansteuern sollen. Aber mal gucken. So, zum Dünenmeer. Zack, zack. Und hier war nochmal Gruppenauswahl. Kann ich das auch hier? Oh, das geht hier auch. Ach, wow, ich reise halt immer zurück. Habt ihr mir wahrscheinlich schon mal in die Comments geschrieben. Ich habe es vielleicht dann auch nicht gerade gesehen in dem Moment. Ja, hier haben wir sie doch beide. Also in friedlichen Gebieten kann man einfach mal die Charaktere wechseln. Gut zu wissen. So, ich hoffe, die sind auch beide auf Jedi Unterstützung gestellt. Gucken wir mal ganz kurz. Jedi Unterstützung. Jedi Unterstützung. So, das war's. Ja? 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 So, jetzt nochmal speichern und dann hoffentlich haben wir eine Chance gegen die blöden Elite-Krieger. Die sind echt richtig stark, die Sandleute, obwohl die so primitiv sind eigentlich. So, zack, zack. Ed. Wo sind denn noch welche? Das sind doch nur die zwei, oder? Oh ne, das sind noch welche. Oh, das sind ja noch mehr. Eieiei. Oh, ich häng fest. Na toll. Jawoll. Na klasse, ich komme gar nicht raus. Ah, die Ladies sind echt gut. Warte mal, sie hat nicht mehr genug. Sie kann noch heilen. Sehr fein. Oh, guck mal, die Lichtschwerter, wie sie fliegen. Es war jetzt nicht gerade sportlich, aber es war effektiv. Muss man mal sagen. Die haben ja alle nichts fallen lassen hier. Also diese Adhäsionsgranaten sind halt schon richtig fies gegen Nahkämpfer, muss ich sagen. Euer Wunsch? Na, du brauchst noch ein bisschen jetzt. Klar. Ich kann dich heilen. Hier bin ich. Hier bin ich. Na, wie fühlt sich das denn auf? Man sieht da auch gar nicht die Werte, leider. Ich hätte gerne das Charakterinterface, also generell so das HUD hätte ich so ein bisschen größer lieber. Na? Ja, Macht ist halt teuer, ein teures Gut. Das lädt sich echt langsam auf. Eine teure Ressource. Die haben echt nichts dabei, die Säcke. Ja, klar. Und seht mal den Unterschied jetzt, wie schnell wir kaputt waren. Und mit den Zweien hier sind wir eigentlich so übermächtig fast schon wieder. Es ist prächtig. Einfach nur prachtvoll. So. Fanta, komm mal mit. Woher kommt eigentlich das Sprichwort, du bist nur Banta-Futter? Was? Objekt verloren. Ja, das Futter ist weg. Aber immerhin haben die armen Viecher jetzt was zu fressen. Weil bald sind sie gefressen. So, ja, mach dich keine Sorge, ich bin bereit. Ja, der Drache ist riesig. Ist ja nicht so, als würden die Minen sehr viel bringen, ha? Was? Das war's? Das... Ich wusste gar nicht mehr, dass man gar nicht mal kämpfen muss gegen das Vieh.
Ah, Shotuni Batoga. Wano kuste ching palabule tonke. Jidubaduana nidibobo. Tong na bumsha nununya. Tong patuka schmack telea. Hm. Ich möchte sie nicht, was? Danke, wir haben getan, was getan werden musste. Runde die Hotonga, kun Honkabi. Wana kun bes ching palamule, tunking ba nunotek. Tug nincha tu kunde, mule rabes. Mucho shak pachat. Kienu no namapaule rachikun. Das war jetzt wirklich ein bisschen unsportlich. Den Drachen auf diese Weise zu erledigen. Oh, das waren jetzt gerade mal 100 Erfahrungspunkte. Oh. Ja, ich muss das auftrennen. Was? Ich habe ihn jetzt einfach vernichtet. Ja, das war jetzt ein bisschen lame, oder? Ich hätte gerne gekämpft. Aber ja, gut. Vielleicht hätten wir auch so keine Chance gehabt. Heilen, weg damit, Kräfte. So, mein lieber Bastila, was hast du denn noch? Rettungswürfe. Also auf 2 und auf 4. Was haben wir hier noch? Fähigkeit verbessert Rettungswürfe und Attribute eines Jedi und aller Gruppenmitglieder um 3 Punkte. Ich glaube, so die Gruppentalente sind gar nicht mal so schlecht. Deswegen gebe ich ihr das. So, meine liebe Johanni, dann kriegst du noch Heilung natürlich. Kräfte. Geschwindigkeit finde ich ein sehr nettes Ding. Was ist das hier? Universelle Macht. Giftattacke und Krankheit schützen. Außerdem absorbiert der Machtschild die ersten 15 Sekunden aller Schall, Feuer und Kälte und Elektrizitätsangriffe. Ja, das hört sich da auch nicht schlecht an, hä? Wobei Lähmung ist vielleicht super. Ne, der Lichtschwertwurf ist super. Das ist halt richtig gut, weil den kann man nicht blocken, den Lichtschwertwurf. Hä? Was kann ich tun? Was ist? Hä? Lichtschwertwürfe sind nicht zu blocken, deswegen ist das eigentlich so die beste Fähigkeit, um Schaden zu verursachen. Garantierten Schaden. Außer vielleicht Granaten, aber... Oh, was haben wir hier? Teile. Robe eines Jedi-Meisters. Warum hatte der eine Meisterrobe dabei, bitte? Na, Rettungswurf 3, ne? Ist halt schade, weil die finde ich sehr schneidig, die ich anhatte, aber... Also die böse Jedi-Robe finde ich sehr... Oh, violetter Kristall. Das ist ja auch was Nettes. Da würde ich sagen, kriegt Bastila die böse Robe an. steht ihr gut, finde ich. Ja. Klar. Steht ihr ausgezeichnet sogar. Ein durchgekauter Twi'lek. Ja, gut, dass er sich nicht gefressen hat. Ein Nervenverstärker. Was macht der denn bitte? Immunität manipulierend. Hat denn jeder was? Sie hat Adrenalinverstärker. Reflex. Oh, alle Rettungswürfe. Wuss, warum habe ich den nicht an? Warum habe ich den bitte nicht an? Prägix-Gürtel, Schadensresistenz 5. Wir stehen gegen niederschmetternd. Ach, sie hat den ausgerüstet. Warum? Warum hat sie den bitte und nicht ich? Tapferkeit plus 3. Ja, nehme ich mir doch mal. Guck mal, wie viel Schaden ich denn jetzt damit verursache. Warum habe ich mir den nicht ausgerüstet? Ah, 7 bis 26, also einen plus an Schaden mache ich dadurch. Bin ich auch ein bisschen bescheuert. Habe ich den einfach irgendwann mal abgelegt. Was haben wir hier? Da ist noch Geröll. Gut, dass He-Man nicht da ist. Der hat mit Geröll geworfen. Oh, ein Kristall. Opila. Der gibt auf jeden Fall eine Fähigkeit auf mein Schwert. Geröll, Duhani, Sternenkarte. Okay, ich dachte, das wäre auch noch Geröll. Schade. So, dann haben wir schon den ersten Zwischenstopp jetzt fertig. Also abgesehen von Dantooine. Was die Sternenkarten angeht, dann haben wir noch Kashyyyk. Da werde ich das auf jeden Fall Zahl-Bar mitnehmen. Er ist ja auch ein Kashyyyk. Oder ein
Ja, Wookie heißen die, nicht Kashyyyk. Die Sternenkarte. Auch nach tausenden von Jahren der Vergessenheit ist ihre Macht noch grenzenlos. Fühlt ihr sie nicht auch? Die Sternenkarte ist ein Artefakt der dunklen Seite. Möglicherweise hat sie den Krayt-Drachen angelockt und versklavt. Kommt, wir sollten jetzt gehen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Naja. 2000 Erfahrungspunkte ist auch was Schönes. Natürlich gibt es hier noch was zu tun. Ich muss noch zu den Sandleuten und muss am besten noch die armen Javas befreien. Und eventuell auch noch Missions Bruder, aber... Huch! Oh nein, Kalo! Du Schwein! Das muss man euch lassen. Ihr habt mich zu einer ganz schönen Jagd gezwungen. Aber am Ende entkommt mir keiner. Ihr hattet Glück auf Taris. Der Angriff der Sith ersparte euch einen schnellen und grausamen Tod. Aber diesmal werden mir die Sith nicht in die Quere kommen. Ihr denkt, ihr hattet beim letzten Mal Glück? Gut, dann versuchen wir es nochmal. Los, Jungs. Die Show kann beginnen. Denkst du, ja? Warte, ich auch nochmal speichern. Boah, warum treffe ich eigentlich nur ihn? Haben die anderen Schilde? So, Bastila, du heilst bitte nochmal danach, ja. So gut, sie schmeißt dir Lichtschwert. Hau mal zu jetzt! Oh oh. Sollte mich vielleicht mal ein bisschen heilen. Oh, das war's. Rausgeklickt, ich hasse es. So. Oh. Komm, Bastila. Ah, Kalo, das war's. Oh, gegen drei Padawane hast du keine Chance, ne? Was ist? Klar. Ist klar. Oh, 2000 Credits hat er dabei. Schwere mandalorianische Pistole. Kalo Nords Kampfpanzer. Geil. So, ihr Luschen, habt ihr noch was dabei? Ihr Luschen. Oh, was ist das? Ein Pfosten. Pfosten von den... Pfosten. Oh, die beiden, die laden auch sehr langsam Macht auf. Kann ich jetzt von hier aus zurück zur... Nee, kann ich nicht, zu Ebon Hawk. Schade. Ich würde nämlich gerne mal so ein bisschen umverteilen. Also diesmal würde ich jetzt wirklich gerne in die Ebon Hawk, weil ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich ja nicht mehr die Mitglieder... Ja? Also, dass ich nicht mehr komplett so zu Ebon Hawk muss, um Mitglieder auszutauschen. Ist ja ein bisschen blöde. Warum ist das jetzt die ganze Zeit anvisiert? Ich möchte das nicht. Ja? Ja? Euer Wunsch? Klar. Oh, jetzt geht's uns ja schon ein bisschen besser. Ja, ist echt praktisch, wenn man die Leute so ein bisschen auf Support macht. Ansonsten... Ja, also mit den Fernkämpfern ist es halt einfach ein bisschen zu... Weiß nicht, zu unbefriedigend. Wobei Cal ja auch noch ziemlich gut ist eigentlich so als Fernkämpfer. Aber die Jedi, die gleichen halt einfach alles aus, finde ich. Wahrscheinlich ändert sich das später oder ihr könnt mich da auch eines anderen... überzeugen. Warte mal, das kurze Lichtschwert, das mache ich jetzt mal... Violett. Was haben wir da nochmal? Der Kristall gibt Energie. Der da macht Angriffsbonus 3. So. Schadensbonus Energie 3, schwere kritische Treffer. Oh, die Perle kann ich da auch reinsetzen. So, wie war das jetzt? 6 bis 25. So hat es 3 bis 22.
5 bis 24. Na gut. Der Opila ist der beste Kristall. So, 3 bis 13, 6 bis 25, 3 bis 21, 2 bis 16. Oh, da habe ich gar keine Kristalle drin. Was? Okay. Warum hatte ich da keine Kristalle drin? Wahrscheinlich, weil ich keine mehr hatte zu dem Zeitpunkt. So, die Waffen. Oh, das war's schon. Die kann ich gar nicht, die Sith. Die schweren Blaster. Oh, schön. Jetzt habe ich ein violettes und ein blaues. Rot und violett wäre auch eine schöne Kombination für uns, oder? Was haben wir hier noch? So, Energiehandschuh. Was macht der? Stärke 1. Ja, brauche ich nicht wirklich für dich als Fernkämpfer. Könnte man machen, aber brauche ich nicht wirklich. Schwerer Blaster. Und da haben wir nämlich die schweren... Ach, die mandalorianischen Pistolen. Der hat 1 bis 8 gerade mal. Ja, krass. 8 bis 15. Schwerer Blaster. Ja, heftig, dass sein Blaster so schlecht ist eigentlich. 2 bis 7. So, das ist schon das Gewehr. Das Blastergewehr, wobei... Schwerer Blaster. Hä? Ach so. Da habe ich 1 bis 8. 6 bis 13. Obwohl er nicht mal... Ja, obwohl er nicht mal wirklich die Dings hat. Also die mandalorianischen Pistolen sind schon richtig heftig. Sith-Killer-Pistole. 3 bis 6. 6 bis 13. Alter Schwede. Ja, das ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. So, diesmal nehmen wir aber wieder HK mit und Mission. Allein schon wegen Griff, natürlich. Und HK wegen dem Dolmetschen. So, Mission, was hast du hier? Fähigkeiten. Achso, natürlich bei ihr nehme ich wieder was anderes. Nee, warte. Sprengstoff, Tarnung, Bewusstsein und Heilung. Nee, Heilung brauchst du ja nicht. Ach, warte, Quatsch. Sicherheit. Schleichangriff 6. Oh, das ist... Das ist ja geil. Wenn die Zielperson auf einen Nahkampfangriff nicht reagieren kann, verursacht der Angreifer 6 bis 36 Punkte Bonusschaden. Dieser Bonusschaden gilt für Angriffe von hinten, Attacken auf betäubte oder unbewegliche Ziele und getarnte Angriffe. Die Tarnung wird durch den Angriff allerdings aufgehoben, das ist ja wohl klar. Darüber hinaus sind getarnte Angriffe nur auf maximal 10 Meter weit entfernte Gegner möglich. Im Fall eines kritischen Treffers wird der Bonusschaden nicht multipliziert. So, Meister duellieren. Ja, das bringt ja nichts. Dann nehme ich... Warum was denn Meister zweihändig? Hier. Nee, Nahkampfwaffen auch nicht. Ja, duellieren ist halt wirklich nur für eine einhändig geführte Waffe. Das ist totaler Quatsch bei ihr. Doppelkling oder zwei Waffen gleichzeitig? Hä? Warum hatte ich das noch nicht geskillt eigentlich bei ihr? Na gut, komm, ich werde es auch nicht nehmen. Ich nehme mal, ich nehme die Rüstung. Oder? Bessere Rüstung oder Zähigkeit wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt bei ihr. Ja, komm. Mission bekommt Zähigkeit. Alles klar. Und dann werde ich ihr noch was ausrüsten. Oh ja, die waren gut. Die lasse ich mal. Stabile Handschuhe, Sprengstoffeinsatz, ja. Lassen wir auch. Bendax Blaster. Hm. Der ist halt nicht gut. Diese schwere mandalorianische Pistole ist halt 100 mal besser. Schadensbonus physisch 2. Meister? Hä? Meisterkleister. Na gut, ist ja auch wurscht. Ist ja auch wurscht. Wir werden das jetzt so arrangieren. Oh, warte mal. HK hat noch kein Level up. Fähigkeiten. Ja komm, Sprengstoff. Nee, kriegst... Reparieren. Egal. Es ist halt sehr, sehr dunkel. Das ist so witzig. Der böse, dunkle Roboter. Oder Android. Oh, da sind sie wieder, die Sandleute. Hoffentlich greifen die uns jetzt nicht an wegen den Bantas. Aber ich glaube nicht, oder? Nee, die sollten uns nichts tun. Aber wir quatschen sie auch lieber mal nicht an, einfach. Terror, Terra, Territa. Ich kann es nicht lesen. Kann ich nicht lesen, mach ich auch nicht.
Ja. Aber warum sind die hier so stark, die Sandleute? Das ist, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Sandleute sind halt einfach nur primitive Stammesleute mit Stäben, wo sie ein bisschen draus schießen können. Oder können sie? Ich meine, die haben ja noch in dem Film, also in Rückkehr der Jedi-Ritter, glaube ich, war es, hatten sie ja noch ein Sniper-Gewehr. Oder was? Was schon in Eine neue Hoffnung? Keine Ahnung. Oh, guck mal, eine Mine, die kann jetzt... Was? Habe ich doch gar nicht weggemacht mit Mission. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel hier. Tada! Die brauchen wir noch. Ihr braucht die gar nicht mehr hier, ihr geht ja eh weg. Alles in Ordnung. Sandleute, die hören sich an wie so kranke Elefanten ein bisschen. Als wären die erkältet. Da, der hat nichts mehr. Ja, okay, dann sind wir, glaube ich, auch fast schon dabei, jetzt auf Tatooine abzuschließen. Außer vielleicht die Swoop-Rennen mache ich noch mit. Das gibt ein bisschen Geld. Ja, komm, die Swoop-Rennen nehmen wir doch mit, natürlich. Wenn ich da irgendwie teilnehmen kann, weil die letzte Info, die wir ja hatten, war, dass wir nicht mitmachen können, weil es keine freien Fahrzeuge gibt. So. Achso, warte mal, der Häuptling ist ja hier. Ja, genau, der ist da unten. Sag ja. Elefant mit Erkältung und jetzt bin ich schon wieder nicht dabei, ne? Bin ich denn jetzt? Komm mal ran. Akzeptiert. Egal, jetzt sind wir wahrscheinlich... Ja, wir sind da. Der Anführer der Sandleute scheint dich zu mögen. Immerhin hat er offensichtlich nicht vor, dir den Schädel einzuschlagen. Frage. Was soll ich ihn fragen, Meister? Sag ihm... Nein. Nö. Ich möchte Informationen über die Kultur der Sandleute. Protokoll. Das ist ein sehr heikles Thema, Meister. Passt auf, was ihr fragt. Ja. Er soll mir die Geschichte seines Clans erzählen. Ich habe doch die Perle. Warum kann ich die jetzt nicht... Übersetzung. Übersetzung. Ihr sagt, ihr seid würdig, die Geschichten zu hören. Übersetzung. Ja. Hier ist eine Drachenperle. Übersetzung. Übersetzung. Er ist verblüfft, Meister. Er hätte nicht gedacht, dass er mit diesem Gegenstand zurückkehrt. So etwas ist seit unzähligen Jahren nicht geschehen. Übersetzung. Er stimmt einem Treffen mit dem Geschichtenerzähler zu. Aber wenn ihr es wagt, die Geschichte falsch wiederzugeben, tötet er euch. Übersetzung. Der Geschichtenerzähler wird in einen der Räume hier in der Enklave kommen. Er glaubt offenbar, dass dies eine große Ehre für euch ist, Meister. Naja. Zurück zu meinen anderen Fragen. Protokoll. Wir sollten ihn nicht zu lange aufhalten. Es ist eine Beleidigung, ihn über Gebühr zu beanspruchen. Wir könnten ihn natürlich auch atomisieren. Ja, ich merk schon. Frag nach den Gefangenen. Klarstellung. Stellt eure Frage präziser, Meister. Sie machen sehr viele Gefangene. Frag ihn, ob er von den Jawas weiß, von denen uns ISIS erzählt hat. Oder... Ja. Übersetzung. Übersetzung. Die gefangenen Jawas sind Sklaven. Er braucht sie nicht mehr. Ihr könnt sie haben, wenn ihr wollt. Gut. Frag ihn, ob er von Missions Bruder Griff weiß. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, dieser Griff entweiht ihre Heimat und ihr Land allein durch seine Gegenwart. Er ist für sie ohne jeglichen Nutzen. Yep, das klingt nach Griff. Extrapolation. Ich nehme an, dass wir ihn mitnehmen dürfen. Vermutlich machen sie sich nicht einmal die Mühe, ihn zu töten. Soll ich das erledigen, Meister? Sag ihm leb wohl und wir kommen später wieder. Übersetzung. Übersetzung. Wir dürfen gehen. Wir dürfen gehen. Na toll, jetzt habe ich auch noch die Perle verloren, ne? Das ist echt blöd. Klar. Ich hätte die gerne behalten. Wie wäre es mit einfach mal gucken und nicht anfassen? Oh, da ist der Geschichtenerzähler. Soll ich mal mit dem quatschen jetzt schon? Oder komm, wir gehen erstmal zu den Gefangenen.
Ist vielleicht sicherer. Dann sind wir die jetzt erstmal los, beziehungsweise, was heißt los? Die sind halt aus dem Lager raus und dann können wir uns dann in aller Ruhe um den Rest kümmern. Ich hoffe halt auch nicht, dass es zum Kampf noch kommt. Das wäre echt ätzend für das, was wir alles gemacht haben die ganze Zeit. Und wir hätten auch eh keine Chance bei den ganzen Kämpfern. So, Griff, du Schwein. Ihr seid zurück. Ihr seid hier, um den guten alten Griff zu befreien, ja? Ja? Ich möchte nicht betteln, zumindest nicht mehr als nötig. Viel Spaß noch, Griff. Wir holen dich da raus, wenn es uns passt. Wir standen uns doch so nahe, Schwesterchen. Gut, ich weiß, wir hatten unsere kleinen Streitigkeiten, aber ich muss hier wirklich raus. Und zwar jetzt. Ich scherze nicht. Die Sandleute haben gesagt, ihr könnt gehen. Lauft nach Anchorhead. Ja, von hier findest du den Weg allein, oder? Schaffst du das? Was? Was willst du denn noch? Das und du siehst gut aus, Schwesterchen. So, als ob es dir gut geht. Finanziell, meine ich. Sag mal, könntest du mir ein paar Credits borgen, damit ich wieder auf die Beine komme? Du bittest mich um Geld? Das gibt's doch nicht. Lena hatte recht. Wir hätten dich den Sandleuten überlassen sollen. Ich will dich nicht mehr sehen. Nie mehr. Das ist nicht gut gelaufen, was? Schwesterchen war schon immer ein bisschen zu heißblütig. Nun ja, sie wird sich beruhigen. Wow. Seid euch da nicht so sicher. Ah, sie wird sich schon fangen. Wir haben uns schon vorher öfter gestritten. Schade eigentlich. Ich hätte momentan wirklich ein wenig Hilfe benötigen können. Ihr habt vielleicht mein Leben gerettet, aber leider verfüge ich nicht über einen einzigen lausigen Credit. Hey, könnt ihr mir vielleicht ein paar Credits borgen? Nur so lange, bis ich wieder was auf die Beine gestellt habe, ja? Mhm. Ja, komm, hier sind 50 Credits. Ich bin ja nicht so. Das ist alles, hm? Ich dachte, ihr könntet ein wenig mehr erübrigen. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich habe da bereits einen Job, der auf mich wartet. Greta, der Manager im Cherka-Lagerhaus, hat gesagt, ich könnte für ihn arbeiten, wenn ich mal keine Lust mehr hätte, in den Minen zu schuften. Ich denke, ich werde sein Angebot annehmen. Wisst ihr, vielleicht könnt ihr mir ja noch auf eine andere Art helfen. Ich muss erst noch mit einem Typen sprechen und die Details abklären, aber wenn ihr an einer lukrativen Sache interessiert seid, kommt doch mal zu Gretas Laden. Und sprecht mit mir. Tschüss, Mission. Ich bin froh, dass du noch lebst. Mm. Oh, Mann. Weiß nicht, was gut ihm Geld zu leihen. Ich hab ja genug, aber... Er ist halt schon eine Pfeife. Guck mal, die reden schneller als die Untertitel. Die Sandleute haben gesagt, ihr könnt gehen. Lauft noch Anchorhead. Ja. Sehr gut. Ich meine, besser als nichts, oder? Vielleicht kriege ich ja noch eine richtige Belohnung. Mal gucken. Das wäre schön. 150 Erfahrung. Ist halt immer nur so ein bisschen Peanuts, ne? So, was passiert eigentlich, wenn ich die Geschichte falsch wiedergebe? Ich soll die ja keinem erzählen, oder? Das ist ja für die ehrenvollsten Krieger hier gedacht, das Ding. Verglichen mit anderen Kriegern, die du kennst, sind die Bewegungen und Worte des Geschichtenerzählers wohl überlegt. Allerdings straft er dich mit Verachtung. Übersetzung. Er ist der Geschichtenerzählermeister. Er hat von euren Fähigkeiten gehört und will euch die Geschichte erzählen. Okay, ich bin geehrt. Frage ihn, was er aufzeichnet. Übersetzung. Übersetzung. Es gibt nur eine offizielle Geschichtsschreibung, die von Generation zu Generation überliefert wird. Übersetzung. Bücher und Datapads können fortgetragen werden, was den Wert des Inhaltes mindert. Die Geschichte niederzuschreiben hieße, sie seinem Volk zu nehmen. Aha. Aus welchen Themen kann ich wählen? Ja, ich sag das nicht mit dem Ungenau. Übersetzung. Übersetzung. Ihr könnt euch die Geschichte anhören oder nicht. Sie ist ein homogenes Gebilde und darf nicht in Teilen erzählt werden. Übersetzung. Einzige Ausnahme ist die Fortsetzung der Geschichte. Wenn ihr geht und später zurückkommt, wird die Geschichte weitererzählt. Ja, okay, mit der Geschichte beginnen. Übersetzung. Übersetzung. Alles begann vor langer Zeit. Einst waren sie keine Sandleute, denn es gab keinen Sand.
Das Land war grün und fruchtbar und sie waren vollkommen nackt. Übersetzung. Trotz der Schönheit der Natur wandten sie sich vom Land ab. Sie bauten hohe Mauern und blickten in die Ferne. Sie wagten es, nach den Sternen zu greifen. Übersetzung. Niemand kann sagen, wie weit diese Zeit zurückliegt. Es war die Zeit vor der Ankunft der Fremden, vor dem Fall ihrer Städte, vor den Erbauern. Aha. Fortfahren. Übersetzung. Übersetzung. Sein Volk griff nach den Sternen. Durch diese Sünde zogen sie die Aufmerksamkeit der Erbauer auf sich. Diese griffen nicht nach den Sternen, sondern ketteten sie an Mühlsteine. Übersetzung. Riesige Dämonen aus Metall raubten der Welt ihre Reichtümer, bis nur noch das Grün der Erde zurückblieb. Die großen Städte wurden vernichtet. Übersetzung. Die Sünder sind seitdem dazu verdammt, auf Sternen jenseits des Himmels als unterwürfige und arbeitsame Sklaven zu dienen. Aha. Übersetzung. Übersetzung. Doch auch die Erbauer sollten für ihre Taten bezahlen. Generationen später wurden sie von einer Seuche heimgesucht. Dies war der Beginn des großen Krieges. Übersetzung. Die Erbauer wankten und sein Volk verstand, warum sie bestraft wurden. Sie sollten ihre Verbrechen erkennen. Also schickte sich sein Volk an, den übermächtigen Feind zu vernichten. Übersetzung. Sie sabotierten die Maschinen, die sich anschließend selbst zerstörten. Doch die Erbauer schlugen zurück und verwüsteten das grüne Land mit den Feuern des Himmels. Übersetzung. Aus der fruchtbaren Erde wurde eine Wüste. Doch der Kampf war von langer Hand vorbereitet und sein Volk war in Sicherheit. Tief unter der Erde lebte es fortan in Freiheit. Übersetzung. Korrektur. Er beschreibt jetzt den großen Marsch. Eine tausendjährige Wanderschaft, während der sie ihr neues Dasein in einer Wüstenei akzeptieren. Bevor meine Übersetzungsrelais überhitzen, schlage ich vor, dass wir diesen Teil der Geschichte überspringen und gleich mit der jüngeren Geschichte fortfahren. Okay. Nein, ich möchte alles hören. Resignation. Na schön, Meister. Einige Stunden später, oh Gott. Übersetzung. Die Stämme breiteten sich über das ganze Land aus. Sie waren nun Sandleute und sie hielten das Land in Ehren. Der Sand war ihnen heilig. Übersetzung. Dann fielen wieder Maschinen vom Himmel. Fremde wie ihr besudelten das Land und es sollte noch schlimmer kommen. Übersetzung. Die Fremden erinnerten sie an die Sünden ihrer Vergangenheit, als sie sich selbst vom Land abgewandt hatten. Die Fremden, euresgleichen, waren die Ebenbilder ihrer einst verstoßenen Brüder. Übersetzung. Und so kommt es, dass die Sandleute bis heute alle Fremden hassen und sie gnadenlos bekämpfen. Ihr kommt immer wieder, willige Sklaven der Maschinen. Aha, das erklärt's eigentlich, oder? Gibt's sonst noch etwas? Korrektur. Die letzten 1000 Jahre gab es Kämpfe mit Fremden, die den Planeten besiedeln wollten. Heute sind sie alle tot und vergessen. Ich habe seine Ausführungen auf das Wesentliche reduziert. Ich hoffe, das genügt, Meister. Ja. Okay, ich kehre später zurück. Übersetzung. Übersetzung. Wir dürfen gehen. Okay, ja, kein Wunder. Irgendwie, dass die alle so böse sind, wenn die Maschinen nur Unglück bringen. Ich bin und bleibe ein Außenseiter. Er war bis jetzt offenbar der wichtigste Mann seines Stammes. Warte mal, dann, sollen wir die Geschichte dort vorfahren, wo wir aufgehört haben? Übersetzung. Übersetzung. Die Stämme breiteten sich über das ganze Land aus. Sie waren nun Sandleute und sie hielten das Land in Ehren. Der Sand war ihnen heilig. Übersetzung. Dann fielen wieder Maschinen vom Himmel. Fremde wie ihr besudelten das. Übersetzung. Ja. Die Fremden über... Ich sag das jetzt mal, mündlich überlieferte Geschichten sind meist sehr ungenau. Übersetzung. Übersetzung. Er sagt, dass ihr seine Aussagen nicht in Frage stellen dürft. Die Geschichte wird von Generation zu Generation weitergegeben. Übersetzung. Nur wer die Geschichte exakt kennt, darf sie weitergeben. Jeder Fehler ist gotteslästerlich und wird mit dem Tod bestraft. Kritik. Das erscheint mir wenig effizient. In jeder Generation werden Dutzende Geschichtenerzähler hingerichtet. Was, wenn einer der Alten stirbt, bevor er sein Wissen weitergegeben hat? Tja, das ist eine gute Frage. Stellt sie ihm. Übersetzung.
Übersetzung. Die Erzähler werden von Geburt an ausgebildet. Nur wenige geben die Worte falsch wieder. Viele Erzähler sterben bei Stammeskriegen. Übersetzung. Ein Stamm ohne Geschichtenerzähler hat keine Existenzberechtigung. Seine Angehörigen verlieren den Bezug zur Geschichte und rotten sich gegenseitig aus. Wow. Ja, ihr seid ja verrückt. Ja, ich komme später. Übersetzung. Super. Reden wir nochmal mit dem Häuptling. Frage. Ja, töte ihn. Ja, wir kommen später wieder. Übersetzung. Oh Mann. Ja, die verrückten Sandleute, ne? Leute, ich mache hier schon mal Schluss. Nächstes Mal geht's weiter. Wir gehen jetzt erstmal zurück nach Anchorhead und ja, werden uns da noch ein bisschen verlustieren. Vielleicht zum Swoop-Rennen anmelden. Kommt ihr mal bitte alle jetzt. Danke. Ja, bis dahin danke ich euch fürs Zusehen, fürs Liken und Kommentieren. Und wir sehen uns zu KOTOR. Macht's gut. Tschüss.